Für sie ist es ein großartiger Sieg. Vor dem obersten Gericht in Washington bejubeln hunderte Schwule und Lesben das Urteil. Zusammen mit denen, die diesen Erfolg erstritten haben. Das Urteil macht den Weg frei für die Homo-Ehe, zumindest in Kalifornien. Heute ist ein guter Tag. Endlich kann ich den Mann ansehen, den ich liebe, und sagen, willst du mich heiraten? Außerdem, so hat das Gericht entschieden, dürfen gleichgeschlechtliche Eheleute nicht mehr schlechter gestellt sein als Partner in einer Ehe zwischen Mann und Frau. Rund 100.000 verheiratete Schwule und Lesben können damit nun staatliche Vorteile in Anspruch nehmen und zum Beispiel bei Steuern und Krankenversicherung sparen. Nicht alle US-Amerikaner sind mit dieser Entscheidung glücklich. The Supreme Court has no authority. Das oberste Gericht hat nicht das Recht, über die Natur der Ehe zu entscheiden. Dieses Recht hat nur Gott, unser Schöpfer, den die Gründerväter der Vereinigten Staaten von Amerika als Quelle unserer Rechte festgeschrieben haben. Präsident Obama dagegen twittert sogar aus dem Flugzeug heraus seine Glückwünsche. Das Urteil sei ein historischer Schritt in Richtung Gleichheit. Und der wird in Washington gebührend gefeiert.